Cello, meine Damen und Herren. Über die letzten paar Videos hinweg war die Rede immer wieder von SOS 2, wann es kommt, ob es kommt und so weiter und so fort. Und viele von euch haben mir in Kommentarform oder auch live im Stream oder auch einfach per Messenger geschrieben, dass sie enttäuscht von Valve sind, weil Valve sein Versprechen nicht hält, CSGO auf SOS 2 umzuporten. Und diesen Punkt mit der Versprechung wollte ich heute ein bisschen prüfen. Hat Valve überhaupt jemals versprochen oder zumindest feste ausgesagt, dass CSGO auf SOS 2 umgeportet werden soll? Ich habe mich dafür durch diverse Homepages, Foren, Videos, News-Sites, Wikis und so weiter geklickt, um genau das herauszufinden. Und so wie es aussieht, ist die einzige Aussage oder vielmehr Anspielung von Valve selbst, dass CSGO mit SOS 2 jemals was zu tun haben wird, erst vor kurzem entstanden. Und zwar in der aktuellsten Sticker-Kapsel. Dieser Sticker hier ist die einzige offizielle Aussage von Valve selbst, die ich finden konnte, in Bezug auf SOS 2 und CSGO. Zu SOS 2 erzähle ich gleich noch ein bisschen was, auch zu der Annahme an sich, wann kommt SOS 2. Ich nehme an, die meisten meinen damit nicht, wann die Engine grundsätzlich erscheint, denn sie ist ja eigentlich schon da, sondern wann CSGO auf SOS 2 umgeportet wird. Um das vielleicht dann doch nochmal hier direkt festzustellen. Dieser Sticker ist, wie gesagt, das einzige Statement, das es von Valve gibt. Ich konnte nichts anderes finden. Ich habe es aber auch nicht tagelang gesucht, also wenn du zufällig irgendeine Information hast, wo Valve offiziell sagt, ja, wir planen in der Zukunft CSGO, im speziellen CSGO, auf SOS 2 umzustellen, beziehungsweise irgendwie so in der Richtung, den Wortlaut, dann schickt mir das ruhig. Ich konnte diesbezüglich aber nichts finden. Hier auf GameStar schreiben sie zum Beispiel am 12.08.22, also gerade vor ein paar Tagen, dass die Entwickler allen Gerüchten zum Trotz bisher nichts in dieser Richtung angekündigt haben. Ich möchte natürlich auf keinen Fall bestreiten, dass es für diese Vermutung oder Gerüchte nicht schon zig Informationen vorhanden sind, also unter anderem schon bis zurück zu 2014. Dinge, die man hinsichtlich der Map-Erstellung gefunden hat, Sachen, die man im Code gefunden hat, irgendwelche Artworks oder unter anderem auch diese Wellen. Alles das lässt vermuten, dass es mit hoher Sicherheit darauf hinausläuft, dass CSGO auf SOS 2 umgeportet wird. Aber Valve hat das nie versprochen und noch nicht mal angekündigt, offiziell. Zu SOS 2 an sich sollte das Valve-Wiki eigentlich schon alles erklären, was man dazu wissen will oder muss. Die Veröffentlichung fand am 17. Juni 2015 statt, also von SOS 2. Die erste Nutzung war damals in Dota 2 am Start. Das letzte Mal wurde die SOS 2 Engine für Half-Life Alyx genutzt, und zwar 2020. Und zwischendrin gab es noch hier oben, The Lab, das aber auch SOS 2 nicht komplett genutzt hat, sondern es war auch, glaube ich, ziemlich viel Unity mit dabei. Deswegen ist es halt kein reines SOS 2-Spiel. Und bei Artifact scheinbar auch, aber damit habe ich halt null, also habe ich überhaupt keine Berührung gehabt. The Lab habe ich ein bisschen gespielt, sehr, sehr geil. Ich werde euch die ganzen Geschichten ja auch verlinken, auch die Schnipsel an Videos und so weiter, alles in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr es euch selbst durchlesen. Ich will jetzt hier nur das Kritischste eben hervorheben. Also grundsätzlich ist der Gedanke bei der Software-Engine nicht nur, dass man größere Maps hat, dass man Physics und so weiter, eben eine gesamte neue Engine am Start hat für das Spielen an sich, sondern soll damit auch die Erstellung benutzerdefinierter Inhalte wie Ingame-Kosmetika, also siehe Skins, und Spielmodi für den Steam-Workshop erleichtern, da dies in bekannten Valve-Titeln wie Team Fortress 2, Dota 2 und Counter-Strike Global Offensive zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Diese Stelle ist übrigens der einzige Punkt, an dem CSGO genannt wird. Ein Stück weiter unten schreiben sie hier, bei den Einsatzgebieten, und das ist ja wirklich der wichtige Punkt. Über etwa 2 Jahre wurde die weitere Verwendung der SOS 2 Engine spekuliert, die über die Portierung von Dota 2 hinausgeht. Valve schien die Engine nicht ausschließlich für Produktion neuer Spiele zu verwenden, yay, sondern auch längst erschienene Spiele wie Team Fortress 2 und Left 4 Dead 2 auf die neue Engine zu portieren oder portieren zu wollen. Des Weiteren wird natürlich vermutet, dass halt Half-Life 3 da auch dann drauf laufen wird, klar. Hier aber auch nochmal, es gibt ja keine Ansage von Valve, von wegen, wir haben das jetzt versprochen für euch, bitteschön. Und warum ich dieses Video überhaupt mache, ist eben folgender Punkt. Viele Leute sind wirklich sehr verdrießlich über die ganze Geschichte aktuell. Es kommt ein 10-Jahres-Update, kein SOS 2, es kommen immer wieder große Updates, kein SOS 2 ist mit dabei. Es wird sich aufgeregt und dann auch immer wieder eben davon gesprochen, dass was versprochen oder feste angesagt wurde. Das stimmt aber nicht, und somit sollte man auch, zumindest diesbezüglich, nicht so verdrießlich da überhaupt reinblicken. Ich habe über andere Quellen, wie gesagt, ich werde euch alles verlinken, aber ihr müsst halt ein bisschen selbst dann durchgucken, erfahren, dass aktuell wohl ca. 15 Leute an Counter-Strike nach wie vor arbeiten und die gesamte Geschichte halt einfach in der Mache ist. Was auch ein Fakt ist, ist, dass die aktuelle Version von Dust 2, habe ich dazu gerade irgendein passendes Bild, ne? Dass die aktuelle Version von Dust 2 zuerst in Source 2 entwickelt wurde und dann runtergeportet wurde auf Source 1 und jetzt eben benutzt wird. Also das, was wir gerade unter Dust 2 verstehen, ist bereits eine Source 2 Map, die jetzt aber auf Source 1 eben genutzt wird. Infos zur SOS 2 Engine noch von 2014. Damals, sogar schon 2012, war bei uns der Hype, dass SOS 2 bald kommt. Also tatsächlich als Engine, und da war sie noch gar nicht da, wurde auch noch nie genutzt. Dennoch gab es bereits 2012, also vor 10 Jahren, schon so große Gerüchte, dass ich
unter anderem meine Mates und ich, dass wir uns auf Source 2 schon gefreut haben. Darum ist es vielleicht bei mir auch nochmal was Spezielles oder bei älteren Leuten was Spezielleres mit der Source 2 Geschichte, also von wegen, wie viel Geduld man damit hat, weil ich bereits seit 10 Jahren praktisch darauf warte. Das war vor 10 Jahren für mich sehr aktuell. So aktuell, dass ich mich tatsächlich halt, ich gehe ein bisschen näher ran, sehr gefreut habe, so wie es aktuell bei den Leuten eben ist. So von wegen, oh, Source 2 kommt bald, das wird so geil. So war das bei uns damals, vor 10 Jahren. Und es ist seitdem nichts passiert. Also zumindest nicht in Richtung Counter-Strike. Vor 10 Jahren kam Global Offensive. Da war ganz kurz der Gedanke, oh, Source 2, aber nein. Es war nur Global Offensive. So, und 2014 war dann wieder die Rede davon, dass man wieder Dinge gefunden hat. Also zum Beispiel eben im Code, in Vermerken, in Dateien, Ordnerstrukturen und so weiter und so fort, dass man da wieder S2 oder Source 2 oder irgendwelche Geschichten herausgelesen hat und vermutet hat, dass da jetzt schon was kommt. Unter anderem, das sollte hier eigentlich mit drin stehen, ging es auch um eine spezielle Art der Texturierung. Das habe ich auch im Studium noch gelernt. Da hier das Parallax-Mapping. Das stand schon seit 2005. Mit in den Hinweisen drin. Es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass eben sowas kommt, dass neue Technologien kommen, die sind schon ganz früh im Code gefunden worden. Darum hat man 2014 schon gesagt, oh, Heiterteil, Source 2 kommt. Und was sie hier eben nochmal Infos gegeben haben, war zum Beispiel, dass eben die Source 2 Maps viel größer sein können. Das wird dann auch unter anderem hier in diesem Video gezeigt. Da hat jemand eine 1,7 Millionen Unit Map in Source 2 erstellt. Bei Source 1 Map ist es oder war es zumindest damals so, dass die Maps nur maximal 1 Kilometer groß sein können, beziehungsweise sogar etwas kleiner nur sein können. Und bei Source 2 ist das eben nicht mehr der Fall. Das hier ist jetzt nur ein Beispiel, in dem jemand in der Source 2 Umgebung eben gearbeitet hat und da eine Map erstellt hat und festgestellt hat, ja, ich kann ja wirklich bei weitem größere Maps erstellen, als es eben bei Source 1 der Fall ist. Achso, und diese Parallax-Geschichte noch ganz kurz, da musste ich schmunzeln, weil wir das, wie gesagt, halt im Studium auch hatten, wegen dem Mapping von Texturen. Das würde dann ungefähr so aussehen. Also du hast eigentlich eine flache Fläche, aber die Textur lässt eben Tiefe erscheinen oder gaukelt diese Tiefe vor. Und das ist natürlich rein rechnerisch wirklich eine nette Sache, weil du halt nicht tatsächlich Texturen hast und vor allem Oberflächen hast, die so und so aussehen, da geht es ja um die Oberfläche, sondern du hast nur eine Textur, die du auf ein flaches Objekt drauflegst und schon hast du hier diese wunderbaren Teile. Das war 2005 halt schon, ich habe hier noch ein paar andere Infos gefunden bezüglich der Verwendung von Source 2, dass es dann kostenlos angeboten wird und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber an sich gar nicht so interessant. Dann natürlich noch dieser Punkt, von dem auch schon viele sicherlich gehört haben, hier von Gabe Follower, das ist auch unter anderem der, von dem ich vorhin kurz ein Video eingeblendet habe, mit diesen Wellen. Anhand der Informationen, die er hat, steht auch extrem gut mit den Valve-Mitarbeitern wohl in Kontakt. Und anhand der Infos, die er hat, hat er auch gesagt, es wird jetzt zumindest aktuell, hoppala, nicht kommen. Ich wiederhole hier nochmal, ich sage nicht, dass es nicht kommt. Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passieren, dass CSGO auf Source 2 umgeportet wird. Ich hätte nur gerne, dass man von diesem Irrglaube abgeht, Valve hat irgendwas versprochen. Und wenn man davon nämlich abgeht, dann ist man natürlich trotzdem aufgeregt und man freut sich und man hofft, dass da bald was kommt. Aber man kann zumindest nicht mehr so extrem negativ darüber reden, finde zumindest ich, weil es wurde niemals versprochen, es wurde niemals angekündigt. Wenn es kommt, dann kommt's und wenn nicht, dann nicht. Die Leute von Valve sind auch einfach nur Menschen, die halt vor sich hinarbeiten. Wer weiß, woran die halt gerade hängen, was die gerade machen, was im Moment einfach the way to go bei ihnen ist. Woran arbeite ich zuerst, was kommt dann später und so weiter und so fort. Aber es sind auf jeden Fall ganz normale Leute wie du und ich und diesen Hate, der dann ab und an rumkommt, verdienen sie halt nicht. Möglicherweise gibt es andere Geschichten, wo man irgendwas vorwerfen könnte, aber jetzt speziell bei dieser Source 2 Sache finde ich den Punkt nicht, an dem sich alle aufhängen, an diesem Versprechen. Ich hatte noch eine Sache und zwar war das, hier, ein echtes Geheimnis war die Source 2 Engine von Valve schon lange nicht mehr. Auf der Game Dev Conference in San Francisco wurde sie nun aber offiziell angekündigt, also die Engine an sich, und sie kam ja dann auch kurze Zeit später tatsächlich an den Start. Wie bereits erwähnt oder hier zu lesen, ist sie seit dem 17. Juni 2015 veröffentlicht. Falls jetzt dann doch noch ein paar Schlafkappen da sind, die tatsächlich die ganze Zeit in reger Erwartung waren, dass Source 2 an sich überhaupt kommt, dann sind die vielleicht etwas wachgerüttelt. Und an alle anderen, die wie gesagt hoffen, dass Global Offensive auf Source 2 umgeportet wird, denen kann ich nur sagen, habt Geduld. Irgendwann wird es passieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber versprechen kann ich es nicht. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.